Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Baujax. Wir sind im Verzweifeln. Genau, wir müssen uns vor euch verbeugen, denn niemand will mit uns spielen. Keiner will. Wir sind hier ganz alleine auf diesem einsamen Server. Und von daher haben wir uns jetzt was überlegt, denn wir können hier erstmal unten noch den Gang quasi entlang gehen. Das ist zwar kein großes Gebiet, aber immerhin ja, eine Kleinigkeit, die wir noch abgrasen können. Und danach werden wir es einfach nochmal solo probieren. In der Hoffnung, dass wir dann so gut sind, dass wir hier schon quasi weiterkommen. Aber da müssen wir mal gucken. Sonst müssen wir uns irgendwas anderes überlegen, aber dann schauen wir mal. Oh, hier sind erstmal nur nochmal Variationen von den Kötern. Die mal gesund sind. Nicht halb tot. Stimmt. Ist mir noch nicht mal aufgefallen. Na gut, aber so ganz gesund sehen die auch irgendwie auch nicht aus. Sehen aus, als ob die von irgendwas angefressen werden. Achso, was ich halt noch off-camera quasi gemacht habe, ist das Bonfire, in dem wir gestartet haben, einmal zu kindeln mit einem Humanity, dass wir 10 Essensflakons haben. Mhm. Das heißt, theoretisch haben wir auf jeden Fall schon eine größere Chance gegen Artorias, als wir beim letzten Mal hatten. Und von daher, wir gucken einfach gleich mal, wie es läuft. Aber hier haben wir erstmal noch ein paar Sachen einzusammeln, glaube ich. Beziehungsweise hier haben wir noch so komische Dinger hier. Da kann man auch, glaube ich, durchrollen. Genau. Joa, ich glaube, hier irgendwo war noch ein Hund, der uns gleich zugerannt kommt. Nein. Nee, das sind Blumen. Klatsch. Da vorne. Da Kütter. Da Kütter, der Kütter. Auch komm. Ja, die lieben Hundis. Wirklich, dass man hier keine Haustiere haben kann, ne? Stell dir das mal vor, du könntest hier so Tiere zähmen. So wie Fallout 4, so ein Hund immer ja, in die Liebe. Ja, so oder halt, ja stimmt, oder halt wie die Hunter bei World of Warcraft. Dass du denen so kleine Befehle geben kannst und so, das wäre schon irgendwie ganz nice. Also es wäre nicht mal ein Feature, wo ich sagen würde, oh, das Spiel ist ruiniert. Es ist einfach nur so, hey, hat so ein bisschen dann nicht mehr Dark Souls, sondern Dark Pokémon dann eigentlich. Ja. Ach ja. Okay. Dann... Ah, der Drache. Hi. Yep. Und das ist auch der Grund, warum wir nicht hier runtergehen, weil da unten... Beziehungsweise wir können schon runtergehen, aber müssen dann relativ fix wieder hoch. Ach so, ne, den kriegen wir so nicht. Aua, meine Hände! Denn wenn wir da vorne hingehen, dann kommt der Typ vorbei und grillt uns. Und ich hoffe, ich kann den triggern und dann wieder wegrennen. Ich bin mir jetzt einfach mal so gierig. Go for it. Sehen. Okay, da kommt er. Da sieht man es nämlich. Hätte man sehen können, der kommt jetzt quasi so oft, bis wir einmal gestorben sind. Und deswegen ist das hier auf jeden Fall ein Bossgebiet to be. Also sobald man hier quasi einmal an dem Kollegen hier stirbt, verwandelt sich das da vorne auch in eine Nebelwand. Und dann kann man hier dann ganz regulär, wie auch bei Artorias, sich dann davor anstellen und dann hier durchgehen und dann beginnt auch der Bosskampf quasi. Aber es ist auch ein sackschwerer Bosskampf. Also der ist wirklich, der hat einen Lebensbalken von hier bis nach Kanada und einfach nur um zu zeigen, wie krass der ist. Als Belohnung, wenn du den besiegt hast, bekommst du den Kalamet-Ring, der quasi den Schaden, den du selbst erleidest, verdoppelt. Also der ist quasi schon für absolute Endgame-Leute, die dann irgendwann sagen, hey, okay, mein NG Plus mache ich mit dem Kalamet-Ring, weil mir das einfach nicht challenging genug ist. Und ganz im Ernst, wenn du Kalamet besiegen kannst, dann brauchst du auch wirklich keine Items, die dich besser machen. Dann bist du auch schon so krass, dass du das auch ohne ein zusätzliches Item besiegen kannst. Mit einem letzten hoffnungsvollen Blick in die Soulsign-leere Wildnis nehme ich noch einen Schluck und bekämpfe ein weiteres Mal Artorias. Mal gucken, wie wir uns diesmal schlagen. Go for it! Genau. Concentration-Modus activated.
Schon mal gut. Noch besser? Okay, die ersten zwei Attacken noch kein Leben verloren. Ach, komm schon. Genau dann, wenn ich schlagen will, natürlich. Vielleicht könnt ihr ja Freunde werden, wenn du sagst, ich möchte dein, dein helfendes Händchen werden. Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, leider können wir mit den Kollegen hier nicht mehr wirklich, Alter, gut verhandeln. Ja, schön mit dem Rücken zu dem stehen, sehr gut. Er scheint auf jeden Fall nicht mehr so wirklich ansprechbar zu sein. Immer dann, wenn ich glaube, dass er nur einen macht, ne? Die Taktik, die ich gerade übrigens anwende, nennt sich Spin to Win. Ja. Das Gute, den Gegner so lange umrollen, bis man ein offenes Fenster hat. Das funktioniert in Dark Souls 2 bei 80% aller Bosskämpfe. Nicht ausschließlich, aber bei zumindest ziemlich vielen. Ach, komm schon. Man macht wirklich frustrierend wenig Schaden. Das kann man auf jeden Fall mal so sagen. Ja. Ach. Ich wollte dich auch nicht in der Konzertur mal stören wollen. Ja. Ne, ist auch, unterhalt ruhig die Leute, das ist kein Problem. Ja, es ist halt immer dieser schmale Grat. Also entweder willst du die Konzentration aufhalten oder... Ja. Das ist halt Dark Souls. Klar. Los, noch ein... Ah, verdammt. Ach, komm schon. Ja, komm, ist gut. Ja, wenigstens hast du den schon mal wieder in die Phase geprügelt. Ja gut, wobei ich glaube, das ist echt time-abhängig, nicht lebensabhängig. Okay. Ach, komm schon. Oh, shit. Okay. Shit. Das war abzusehen. Dass das nichts wird. Dann. Ach, ja. Aber es wird langsam. Also, ich werde doch mal gucken, wenn die Folge... sag ich mal, damit endet, dass wir Artorias noch nicht besiegt haben, dann werde ich mich auf jeden Fall mal auf den Arsch setzen und den mal ein bisschen lernen mit meinem Nebencharakter. Damit ich den auf jeden Fall da schon mal besiegt habe und dann für die nächste Aufnahmesession bereit bin. Und vielleicht werde ich hier und da noch an dem Charakter ein bisschen die Ausrüstung verbessern und vielleicht hier und da mal ein bisschen farmen. Aber das gucken wir dann mal. Ja. Deswegen seid nicht allzu böse, wenn es jetzt hier der Fortschritt sich in Grenzen hält. Wir arbeiten dran. Aber das ist ja irgendwo... wir können ja nicht bei dem Boss fest... Ja, schon klar. Fest try oder es hört. Ja. Try, das ist irgendwann... irgendwann hört es mal auf. Ja, vor allen Dingen auch... wie gesagt, ich habe zwar Dark Souls jetzt schon mehrfach durchgespielt, aber wie gesagt, der DLC ist jetzt nicht... integraler Bestandteil diesen und dementsprechend den ersten habe ich zum Beispiel komplett ohne DLC damals gemacht,
weil auch damals der DLC einfach noch gar nicht draußen war. Und dementsprechend kenne ich das Gebiet hier etwas schlechter und die Bosse als im Hauptspiel. Wobei selbst im Hauptspiel es noch ein, zwei Bosse gibt, an denen ich auf jeden Fall mehr Übung brauche. Also gerade, das ist jetzt kein richtiger Spoiler, sondern eigentlich vielmehr so ein, die Leute, die es kennen, werden es wissen, die Four Kings in Dark Souls 1. Ja, da brauche ich zugegebenermaßen noch ein bisschen Übung drin, bevor ich die einwandfrei bekämpfen kann. Okay, Bitch, zeig, was du kannst! Aua. Go for it, how? Bring it! Moves, oder? Ja. Ich weiß auch nicht. Sehe jetzt bis jetzt noch nicht so einen Trigger, wo. Also du kannst bei den über Kopf hieben meistens, wenn du die gut timest, kannst du viel, also hast du ein Fenster, wo du zuschlagen kannst und wenn er halt diesen weiten Sprung macht. Da hast du, auch wenn er mich jetzt hier getroffen hat, auf jeden Fall ein Fenster zuzuschlagen. Und da hätte ich jetzt, wenn ich zur Seite gerollt wäre, hätte ich ein Fenster gehabt, um ihn zuzuschlagen. Mhm. Ich wollte mich jetzt erstmal in Sicherheit begeben zum Heilen. So. Und hier kann man, wenn man Glück hat, ein Fenster haben. Okay. Das ist ein komischer Schlamm-Move. Der Gott sei Dank einen hier nicht poist, vergiftet. Poist. Ach ja. Das war ein bisschen weit. Ich glaube, da hat auch eine fixe Entfernung, in der er springt. Ja. Das hat jetzt nichts dann damit zu tun, wo ich stehe. Was verschlabbert er denn da so an Sitze? Ist der irgendwie inkontinent oder so? Nee, ich glaube tatsächlich, dass es die Dunkelheit, die ihn quasi auffrisst. Der nimmt sich auf jeden Fall wie ein Kollege, der gehollowed ist. Ja. Okay, komm her. Oha. Okay. Jetzt wird er büß, aber ganz büß. Okay, der trifft yes. Tatsächlich auch noch. Nice. Verdammt. Ach, komm schon, ey. Los. Okay, das sieht aber böse aus. Wird jetzt noch böser. Eigentlich glaube ich nicht. Also ich glaube nicht, dass er sich okay. Jetzt unendlich bufft. Aber vielleicht kann natürlich auch sein, dass ich mich täusche. Also. Vielleicht ist das ja auch nur ein Area of Effect. Gerade nochmal zur Wiederholung. Aber er dampft auf jeden Fall schon nach dem ersten Attack und ich bilde mir ein, dass er jetzt gerade ein bisschen mehr dampft. Och, komm schon, ey. Ah, verdammt. Was? Ja, Leute. War ja lustig. Aber ich glaube, an dieser Stelle beenden wir das Ganze. Der Timer ist jetzt auch gerade in dem Moment abgelaufen.
Und ich sag mal, ich setze mich noch auf die Schulbank. Ich übe den ganzen Kollegen hier nochmal etwas einzustudieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal an dieser Stelle mit neuer Frische und etwas mehr Elan auf jeden Fall wieder. Und whatever. Machen wir beim nächsten Mal. Hau da rein. Ciao. Ciao.